Sehr geehrter Herr Dr. Schneider, Herr Rauhut, liebe Parlamentskollegen Frau Lorberg und Rudi Götz, verehrter Landtagspräsident AD Horst Mehlde, Herr Bürgermeister Scholz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine Freude, beim Deutschlandtreffen der Schlesier hier in Hannover sprechen zu können. Und im Namen des Niedersächsischen Landtages heiße ich Sie in unserer Landeshauptstadt ganz, ganz herzlich willkommen und überbringe Ihnen die Grüße aller Abgeordneten unseres Parlaments. Und meine Damen und Herren, ich verbinde das mit einem herzlichen Glückwunsch an Herrn Großpietsch zu dieser wunderbaren hohen Auszeichnung. Wir haben es gehört, Sie haben das verdient. Und ich nehme auch an Ihren kritischen Hinweis, wir Niedersachsen sollten das Niedersachsenlied häufiger singen. Und es ist ja wahr, wir sind hier sturmfest und erdverwachsen. Und wenn das so ist, muss man nicht nur drüber reden, man kann es auch häufiger singen. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, die Patenschaft des Landes Niedersachsen für die Landsmannschaft Schlesien hat eine lange, auch wechselvolle Geschichte. Entstanden ist sie 1950 auf Initiative von Heinrich Albert, damals niedersächsischer Minister für Vertriebene, Soziales und Gesundheit, später allen bekannt regierender Bürgermeister von Berlin. Er gehört zu jenen Politikern der Nachkriegszeit, die sich über Parteigrenzen hinweg besonders um die Integration der 15 Millionen Vertriebenen aus den zuvor deutschen Ostgebieten verdient gemacht haben. In diesem Jahr, meine Damen und Herren, erinnern wir uns an das Kriegsende vor 70 Jahren. Dazu gehört auch die Erinnerung daran, dass 15 Millionen Menschen innerhalb weniger Monate aus ihrer Heimat vertrieben wurden und häufig völlig mittellos nach Mittel- und Westdeutschland kamen. Was das für alle Beteiligten bedeutete, können wir uns heute, wir Jüngeren, kaum noch vorstellen. Es ist kein Zufall, dass die Vertriebenen von damals den Flüchtlingen von heute offener gegenüberstehen als manche andere. Denn in ihrer kollektiven Erinnerung ist es noch lebendig, was ihre Familien damals erlitten haben. Und ähnliche Erfahrungen machen heute Christen, Jesiden und andere, ob in Syrien, im Irak und anderswo. Für Niedersachsen, meine Damen und Herren, bedeutete die gewaltsam erzwungene Völkerwanderung von 1944-45, die Einwohnerzahl auf der Landesfläche stieg von 4,5 Millionen Menschen im Jahre 1939 auf 6,8 Millionen 1950, und das trotz der erheblichen Verluste durch die vielen Kriegstoten. Meine Damen und Herren, von den fast 2 Millionen Vertriebenen, die damals nach Niedersachsen kamen, war ein gutes Drittel Schlesier. Was sie erwartete, waren keine blühenden Landschaften wie heute, sondern ein materiell und moralisch zerstörtes Land. Mittlerweile nach 70 Jahren, wenn ich das so sagen darf, gibt es kaum noch eine Familie, die nicht irgendeinen verwandtschaftlichen Bezug zu Schlesien hat. Durch Verheiratung, Kinderkriegen, Wiederverheiratung der Kinder. Und mir ist es widerfahren, dass ich 1981 eine schlesische Schwiegermutter aus Hirschberg bekommen habe. Und ich muss sagen, ich habe einen guten Griff dabei getan. Meine Schwiegermutter ja vielleicht auch. Meine Damen und Herren, hinter allen Deutschen und vielen ihrer Nachbarn lagen 5 Jahre Krieg und 12 Jahre der schlimmsten Gewaltherrschaft seit Menschengedenken. Die Vertriebenen, die sich in der sowjetisch besetzten Zone niederließen, erwartete kein freies Land wie die neuen Bewohner der späteren Bundesrepublik. Ihr Opfer war ganz besonders hoch, denn sie tauschten eine Diktatur gegen eine andere. Meine Damen und Herren, die Integration der Flüchtlinge war neben dem Wiederaufbau der zerbombten Städte und der Wirtschaft die Mammutaufgabe, der sich die junge Bundesrepublik gleich nach ihrer Gründung zu stellen hatte. Die SPZ und später die DDR verweigerten sich gleichzeitig dieser Integration, indem das Schicksal der Vertriebenen schlicht zum Tabu erklärt wurde. Für die Bundesrepublik dagegen gilt, man kann den Beitrag der Vertriebenen selbst zu ihrer Integration gar nicht hoch genug einschätzen. Sie fassten in ihrer Mehrzahl sehr schnell in der neuen Heimat Fuß und wirkten aktiv an ihrem Wiederaufbau mit. Das Schreckliche, meine Damen und Herren, das sie beim Verlust der seit Jahrhunderten angestammten Heimat erleben mussten,
hatten aber auch viele von ihnen schwer traumatisiert und manche auf lange Zeit demoralisiert. Außerdem wurden sie durchaus, das gehört auch zur Wahrheit dazu, nicht überall mit offenen Armen begrüßt. Vielfach schlugen ihnen im Gegenteil Ablehnung, Vorurteile, manchmal sogar offener Hass entgegen. Auch das gehört angesprochen zu werden. Trotzdem, meine Damen und Herren, setzt ihr Überlebenswille, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auch Energien frei, die sich sehr belebend auf die deutschen Länder im Westen auswirkten. Die Flüchtlinge brachten durch Mischung frische Ideen und auch eine Art von Pioniergeist in ihre neue Heimat mit. Damit haben sie einen, wie man sagen, Modernisierungs- und Motivationsschub in viele Landschaften des Westens mitgebracht, ihn dort ausgelöst. Er gehört vielleicht zu den entscheidenden Gründen für den überraschend schnellen Wiederaufstieg Deutschlands in den Kreis der geachteten und erfolgreichen Völker Europas. Meine Damen und Herren, es ist sicherlich kein Zufall, dass die Patenschaftsurkunde des Landes Niedersachsen für die Landsmannschaft Schlesien im Oktober 1950, vor 65 Jahren unterzeichnet wurde, wenige Wochen, nachdem in Stuttgart die Charta der deutschen Heimatvertriebenen beschlossen worden war. Sie bildet das bis heute das Grundgesetz der Vertriebenenverbände. Die Charta ist ein bewegendes Dokument. Ihre zentralen Sätze lauten, Zitat, wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im Besonderen das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat. Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europa gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. Zitat Ende. 5 Jahre nach dem Kriegsende, meine Damen und Herren, bedeutete diese Erklärung einen geradezu revolutionären Akt. Der Ruf nach Rache und Vergeltung war es, der den 30-jährigen Krieg des 20. Jahrhunderts 1914 ausgelöst und bis 1945 immer wieder angefacht hatte. Sie wissen, dass manche, nicht nur Historiker, auch Politiker wie Charles de Gaulle gesagt haben, die Katastrophe von 1914 bis 1945 war so etwas wie der 30-jährige Krieg eben dieses Jahrhunderts. Die Heimatvertriebenen hatten viel schwerer für deutsche Verbrechen zu büßen als ihre Landsleute im Westen. Dennoch waren sie es, die nun die Stimme erhoben, auf Rache verzichteten und ein freies, geeintes Europa anstrebten. Vergleichbar ist die Charta in ihrer Bedeutung vielleicht nur mit dem Hirtenbrief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder, in dem sie vergeben und um Vergebung bitten. Leider ist die enorme Leistung, welche die Charta der Heimatvertriebenen bedeutet, in den letzten Jahren immer wieder relativiert und bisweilen diffamiert worden. Und ich will Ihnen eines sagen, diese Großmut, die in dieser Charta steckt, aber auch die positive Wirkung bis hinein, den Weg zu ebnen zum vereinten Europa, das ist so etwas Großartiges. Ich hätte es als durchaus verständlich und gerecht empfunden, wenn man den vertriebenen Verbänden in den letzten Jahrzehnten irgendwann mal auch den Friedensnobelpreis verliehen hätte. Meine Damen und Herren, die Arbeit der vertriebenen Verbände ist noch 70 Jahre nach den Ereignissen von 1945 genauso wichtig wie in den vergangenen Jahrzehnten. Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist dabei weiterhin wichtig, doch sie wird immer mehr vom Blick in die Zukunft überlagert und das muss ja auch nicht etwas Schlechtes sein. Die vertriebenen Verbände und ihre Mitglieder können Deutschland damit ein weiteres Mal einen großen Dienst erweisen. Meine Damen und Herren, seit 2004 sind Polen, auch andere Länder, Mitglieder der Europäischen Union. Damit ist der Wunsch der Heimatvertriebenen nach einem geeinten Europa ohne Furcht und Zwang seiner Verwirklichung einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Für die Zukunft der Vertriebenenverbände ergeben sich daraus, finde ich, auch neue Möglichkeiten. Und auch nach dem Verschwinden der Erlebnisgeneration aktiv und lebendig zu bleiben, können sie ihre Rolle als Botschafter zwischen den Völkern noch weiter ausbauen. Die Geschichte und Kultur des Vormals Deutschen Ostens ist es wert, nicht nur museal konserviert zu werden, sondern auch Eingang in eine gemeinsame europäische Kultur zu finden. Und sie wird nur entstehen können, wenn es eine lebendige Erinnerung an die deutschen Ostgebiete gibt, und zwar auf beiden Seiten von Oder und Neiße. Meine Damen und Herren,
gerade in Schlesien zeigt sich, dass es vor Ort den starken Wunsch gibt, die deutsche Vergangenheit und Kultur nicht zu verleugnen oder gar zu tilgen, sondern vielerorts zu pflegen und für die Gegenwart nutzbar zu machen. Ein schönes Beispiel dafür ist der Deutsch-Polnische Museumsverbund Gerhard Hauptmann, der sich dem großen schlesischen Schriftsteller und seinem Werk widmet. Das geschieht an seinen schlesischen Wirkungsstätten in Schreiberhau und Agnetendorf in enger Zusammenarbeit mit den Hauptmannstädten auf Hiddensee und in Erkner bei Berlin. Auch auf die Jugendbegegnungsstätte in Kreisau möchte ich hinweisen, wo ganz im Sinne der schlesischen Widerstandskämpfer Moltke und Jörg von Wartenburg auf beispielhafte Weise Verbindungen zwischen Deutschen und Polen geknüpft werden. Wie gut und selbstverständlich die Zusammenarbeit mit polnischen Partnern funktioniert, erfährt auch der Niedersächsische Landtag in seiner Partnerschaft mit der Woiwodschaft Niederschlesien. Gleich zu Beginn meiner Amtszeit, vor 2 Jahren etwa, konnte ich eine Delegation aus Niederschlesien und unsere anderen Partnerregion Großpolen empfangen. Im letzten Jahr hat das Präsidium des Landtages dann eine sehr eindrucksvolle Reise nach Schlesien gemacht, unter anderem auch nach Kreisau. Meine Damen und Herren, nach dem Erreichen einer Aussöhnung von Deutschen und Polen ist die intensive Pflege der wachsenden deutsch-polnischen Freundschaft neben der Traditionspflege in meinen Augen die wichtigste Aufgabe, gerade auch der Vertriebenenverbände. In den letzten Jahren ist das Bild, das in Polen vom deutschen Nachbarn gezeichnet wird, immer freundlicher geworden. Besonders positiv ist es im Westen Polens, also in den vormals deutschen Gebieten. Das zeigen, wenn ich darauf dezent hinweisen darf, auch regelmäßig die Wahlergebnisse. Auch bei der Präsidentenwahl vor einigen Wochen wählte, bei allem Respekt gegenüber der freien demokratischen Entscheidung, wählte der Westen Polens den deutschfreundlichen Komorowski, während der Osten dem nationalkonservativen Duda die Mehrheit brachte. Eine wichtige Grundlage, meine Damen und Herren, für das heute positive Bild Deutschlands in Polen haben die Vertriebenen und ihre Nachkommen geschaffen, die durch regelmäßige Besuche in ihrer Heimat persönliche Beziehungen aufgebaut haben, die jetzt als Brücken zwischen den Völkern funktionieren. Auch die inzwischen herrschende Freizügigkeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt hat Deutsche und Polen einander näher gebracht. Gut ausgebildete Polen lassen sich in Deutschland nieder und leisten damit auch einen Beitrag in Richtung Fachkräftemangel. Polen hat sich in der Finanz- und Schuldenkrise als stabile, wachstumsorientierte Volkswirtschaft erwiesen. Unsere Nachbarn waren die einzigen in Europa überhaupt, die 2009 keinen Einbruch der Wirtschaftsleistung zu verkraften hatten, sondern sogar ein Wachstum von durchweg 1,7% erzielten. Dadurch ist Polen inzwischen auf Platz 6 der stärksten Volkswirtschaften Europas angekommen. Diese Entwicklung hat Warschau zu einem der wichtigsten Verbündeten Deutschlands im Kampf gegen die Schuldenkrise in Europa werden lassen. Noch wichtiger ist die seit dem vergangenen Jahr dramatisch veränderte Sicherheitslage in Europa. Polen ist angesichts der aggressiven Politik Russlands noch enger an uns herangerückt. Ich sehe es nicht nur als unsere historische Pflicht, hier kein Blatt zwischen die beiden Völker zu lassen. Mehr noch ist es unser eigenes Interesse, was uns zum engsten Verbündeten des freien und demokratischen Polens durchaus werden lassen muss. Polen und Deutschland rücken also immer enger zusammen. Für die Vertriebenen und ihre Familien ist das in meinen Augen Herausforderung und Chance zugleich. Denn den engen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen entspricht die öffentliche Wahrnehmung unseres Nachbarn bisher nicht. Die Deutschen wissen in ihrer Mehrheit zu wenig über Polen, anders übrigens als umgekehrt. Fast 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist die Versöhnung mit Polen auf der staatlichen Ebene, kann man sagen, abgeschlossen. Dem steht aber kein entsprechend enger Austausch auf persönlicher Ebene gegenüber, wie er etwa mit Frankreich und Großbritannien seit Jahrzehnten selbstverständlich ist. An dieser Stelle können die Vertriebenen sich im Sinne aller Beteiligten einbringen. Nur enge persönliche Beziehungen mit den heutigen Bewohnern der vormals deutschen Länder im Osten werden die Erinnerung an die dortige Kultur am Leben erhalten. Das liegt im Interesse Deutschlands genau wie Polens. Denn inzwischen müssen nicht mehr die Polen davon überzeugt werden, denke ich jedenfalls, auch die deutsche Geschichte Schlesiens, Pommerns und des Preußenlandes zu achten. Es sind mittlerweile die Deutschen, denen wieder viel stärker ins Bewusstsein gerufen werden muss, gerade auch die jungen Deutschen, was unserem Volk im Osten verloren gegangen ist. Erschreckend viele jüngere Menschen wissen ja inzwischen überhaupt nichts mehr über die deutschen Ostgebiete. Die Erinnerung an den verlorenen Teil Deutschlands kann aber nur gemeinsam mit Polen fruchtbar für beide Völker gemacht werden. Und hier werden beide Seiten immer wieder wohlwollend aufeinander zugehen müssen.
Sicherlich wird es, meine Damen und Herren, gelegentlich auch Spannungen geben. Die sollten aber beide Seiten aushalten. Das beziehe ich ausdrücklich auch auf das Zentrum für Vertreibung und dessen politische Durchsetzung ich für eine große Leistung halte. Die dort geplante Ausstellung, meine Damen und Herren, wird an prominenter Stelle das Unrecht beim Namen nennen, das allen Vertriebenen angetan wurde und manchmal möchte man sagen, auch noch angetan wird. 2013, meine Damen und Herren, wurde im Deutschen Bundestag der 60. Jahrestag des Bundesvertriebenengesetzes begangen. Gewürdigt wurde die gewaltige Integrationsleistung, die es mit ermöglicht hat. Beschlossen wurde daneben aber auch die Fortsetzung der Förderung und Stärkung von kultureller und sprachlicher Identität der Opfer von Vertreibung. Persönlich, sage ich ganz offen, hätte ich mich gefreut, wenn bei dieser Gelegenheit endlich der Beschluss des Deutschen Bundestages aus dem Jahre 2011 umgesetzt worden wäre, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, den 5. August als Jahrestag der Charta der Heimatvertriebenen zu einem Gedenktag. Wie gesagt, die Forderung war 5. August als Gedenktag für die Opfer der Vertreibung. Ein solcher Tag ist eigentlich seit Jahrzehnten überfällig. Gleichwohl, ich betrachte es gleichwohl als tragbaren Kompromiss, der nun gefunden wurde, den Weltflüchtlingstag am heutigen 20. Juni, um das Gedenken an Flucht und Vertreibung von Deutschen aus den Ostgebieten zu erweitern. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Flüchtlingsfrage ist diese Entscheidung zukunftsweisend, denn sie erinnert die heute wieder in Wohlstand und Sicherheit lebenden Deutschen daran, dass Millionen von ihnen vor wenigen Jahrzehnten in der gleichen Lage waren wie heute Millionen anderer weltweit. Man spricht von 50, 55, 60 Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen und nicht nur aus dem Syrak und Irak, nicht nur Syrien und Irak. Unsere eigene Geschichte sollte uns lehren, immer und überall gegen ethnische Säuberungen, Vertreibungen und ähnliches Unrecht die Stimme zu erheben, sowie den Opfern solcher Verbrechen zu helfen. Seien es nun christliche oder jesidische Araber oder Ukrainer aus dem Donbass. Meine Damen und Herren, allen Gästen des diesjährigen Deutschlandtreffens der Schlesier sowie allen ehren- und hauptamtlichen Organisatoren wünsche ich anregende Gespräche und bereichernde Begegnungen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Fühlen Sie sich wohl in Hannover. Haben Sie zwei wunderbare Tage mit vielen guten Gesprächen und Begegnungen hier in Hannover. Und ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein durfte und schließe mit dem einfachen Gruß Schlesien. Glück auf!